die Bestätigung von Mehrkosten im Rahmen der investiven Sportförderung für das Fördervorhaben Neubau Trainingszentrum für die SG Dynamo Dresden. Hier gibt es ein Rederecht, das beantragt und bestätigt worden ist, und es gibt zwei Änderungs- bzw. Ergänzungsanträge. Ich schlage vor, dass wir zunächst mit dem Rederecht beginnen und dann die beiden Änderungen bzw. Ergänzungen vorschlagen. Ich darf den Redner nach vorne bitten. Seien Sie herzlich willkommen. Für die nächsten 5 Minuten ist das Mikrofon Ihres. Bitte sehr. Ja, sehr geehrter erster Bürgermeister, liebe Stadträtinnen, liebe Stadträte, vielen Dank, dass ich heute ganz kurz Ihre Zeit in Anspruch nehmen darf. Es fällt mir natürlich schwer, nach dieser sehr emotionalen Debatte jetzt mit unserem Thema auf Sie zuzukommen. Gleichwohl, die Mehrkostenförderung fürs Trainingszentrum, für den Bau, die ist für uns sehr essentiell, und deswegen möchte ich es unbedingt an Sie herantragen. Zunächst möchte ich mich trotz der wenigen Zeit, die mir bleibt, ganz herzlich bei Ihnen bedanken dafür, dass wir grundsätzlich schon mal den Bau dieses für die zukünftige Entwicklung unseres Vereins so wichtigen Projekts mit Ihrer Hilfe realisieren konnten. Genau wie beim Stadion und auch bei vielen anderen Dingen sind wir uns sehr darüber im Klaren, dass die Stadt Dresden und insbesondere Sie mit den von Ihnen getroffenen Entscheidungen einen großen Anteil an der positiven Gesamtentwicklung unseres Vereins in den vergangenen Jahren haben. Dafür gebührt Ihnen an dieser Stelle ein großer Dank. Wenn man jetzt aber zu dem Punkt kommt, über den Sie gleich zu entscheiden haben, dann gibt es noch ein paar weitere Fakten, über die ich Sie gern aufklären möchte. Wir haben, glaube ich, zuletzt viele Informationen zugearbeitet. Von daher, aufgrund der Zeit, möchte ich Sie gar nicht langweilen. Ich würde nochmal 3 Fakten herausheben und am Ende noch auf einen Punkt eingehen, der durch die Änderung im Sportausschuss, was den Beschlussvorschlag anbetrifft, für mich entscheidend ist. Der erste Punkt ist, es sind Mehrkosten von 4,5 Millionen Euro entstanden, von denen wir überhaupt nichts haben. Ja, keine Qualitätssteigerung, keine verbesserten Möglichkeiten, nichts, was uns helfen könnte, Betriebskosten zu senken, geschweige denn goldene Wasserhähne oder Sonstiges. Es sind Mehrkosten entstanden, reinweg durch die Baugenehmigung, durch eine Müllkippe, die durch unsere Kosten entsorgt werden musste, die im Trainingszentrum vorgelegen hat, durch große Aushübe, die durch das Baugenehmigungsverfahren zusätzlich geleistet werden mussten und dass dieser Aushub weggebracht werden musste. Jetzt könnte man dort auf die Idee kommen, obwohl Dynamo nichts dafür können, obwohl sie davon nichts haben, denen geht es doch gut, die können es selber bezahlen. Aber liebe Stadträte, es geht uns nicht mehr gut. Corona hat voll zugeschlagen. Wir büßen gerade jeden Monat 500.000 Euro ein. Summa summarum werden wir am Ende der Saison bei minus 6 Millionen Euro landen. Und da sind alle Möglichkeiten, die uns gegeben sind, bereits ausgenutzt. Einsparungen, Kurzarbeit, finanzielle Mittel vom Bund oder anderes. Diese Zahlen werden stehen, denn es sieht überhaupt nicht so aus, als würde es besser werden. Diese Rücklagen, die wir hatten, durchaus noch vor kurzem, und die es gerade Monat für Monat einfach aufzehrt, waren aber genau für den Betrieb und die Miete des Trainingszentrums gedacht. 1,5 Millionen Euro kostet uns die Miete und die Betriebskosten des Trainingszentrums pro Jahr. 1 Million Euro für unseren Nachwuchs. Genau dafür waren sie gedacht. Jetzt werden diese Rücklagen, die langfristig gedacht waren, genau wie der Zuschuss, dem Sie ja heute zustimmen sollen, langfristig war beides gedacht. Wir haben mit dem Bau des Trainingszentrums A gesagt, und wir müssen aus unserer Sicht, wenn wir sagen, wir wollten es, wir haben es jetzt, auch B sagen, damit es ans Laufen kommt und seine langfristige Wirkung entfalten kann. Irgendwann wird es nicht mehr notwendig sein, auf Rücklagen zurückzugreifen. Irgendwann wird es sich selber tragen. Irgendwann werden wir es aus dem Tagesgeschäft bedienen können. Gerade ist das nicht der Fall. Wir brauchen Ihre Hilfe. Gerade in Zeiten, wo wir wirtschaftlich so gebeutelt sind. Was wir uns von dem Trainingszentrum erhoffen, ist unter anderem eine Stabilisierung unserer sportlichen Situation. Zweite Liga ist ganz klar unser Anspruch. Zweite Liga glauben wir auch, dass wir bald wieder sind und dass wir dort da sehr langfristig bleiben. Zweite Liga bedeutet auch für die Stadt Dresden
1,5 Millionen Euro weniger Stadionzuschuss zahlen zu müssen, die laut Baukonzessionsvertrag, der noch bis 2039 läuft, in der dritten Liga zu zahlen sind, in der zweiten Liga nicht. Durch übernehmen wir es. Wir durch eine vermehrte Möglichkeit, Fernsehgelder zu generieren und weil in der zweiten Liga die Erlöspotenziale einfach höher liegen. Es wäre also auch eine Entscheidung für die Stadt. Unser Nachwuchs hängt durchaus mit unseren Profis zusammen und unsere Profis, so sagen wir, hängen durchaus auch mit dem Breitensport zusammen. Die Änderung der Beschlussvorlage im Sportausschuss wirkt jetzt, wie als wäre es eine Entweder-Oder-Frage. Entweder Dynamo oder entweder der Breitensport. Das ist es aus unserer Sicht aber überhaupt nicht. Wir gehen mit Dynamo unseren Dresdner Weg. Unser Dresdner Weg bedeutet, dass wir mit 21 Partnervereinen rund um Dresden kooperieren, dass wir Hospitation anbieten, mehrmals im Jahr Weiterbildung anbieten, dreimal im Monat gemeinsame Trainingseinheiten mit den Partnervereinen bieten, dass wir finanzielle Mittel bieten, dass wir aus den DFB-Fördertöpfen für die Spieler, die zu uns gewechselt bekommen, Gelder generieren können. Bis zu 30.000 Euro für einen Spieler, der bei uns den Profistatus erreicht und von einem Verein aus dem Breitensport gekommen ist. Wir zahlen Ausbildungsentschädigungen für diese Spieler. Wir kooperieren dadurch, dass wir Bälle, Trainingsbekleidung und Sonstiges zur Verfügung stellen und das Know-how generieren, was in den Breitensport oder im Breitensport bei den Vereinen gebraucht wird. Dynamo Dresden ist zudem als Leuchtturm zu sehen. Als Leuchtturm, als Vorbild und die Profis, die wir bei uns haben, sind die Vorbilder, die dafür dienen, dass junge, sehr junge Menschen, Kinder anfangen mit Fußballspielen, anfangen Sport zu treiben und dann in den Breitensport gehen. Wir leuchten, unsere Profispieler leuchten voraus, die Kinder folgen uns und stärken damit den Breitensport, den Zulauf darin, das Ehrenamt, was dadurch entsteht, Gelder, die dadurch generiert werden können. Wir als Profiverein, wir als Leuchtturm unserer Stadt, so sehen wir uns, Dynamo ist Dresden, Dresden ist Dynamo, hilft also auch ganz klar hier den Breitensport zu stärken. Monetär, durch Know-how, Partnerschaft und dem Schaffen von Begeisterung, was zu Zuläufen im Breitensport führt und nicht zu vergessen zu der ehrenamtlichen Tätigkeit, die ich gerade schon ansprach. Und deshalb mein Appell, liebe Stadträtinnen und Stadträte, machen Sie es bitte nicht zu einer Entweder-Oder-Frage, so wie es jetzt durch die Beschlussvorschlagänderung im Sportausschuss scheint. Der gesunde und erfolgreiche Profisport wird immer der Motor und das Vorbild für unsere Stadt, einen Ortsteil dessen oder die gesamte Region sein, wenn es um die Stärkung, Unterstützung und Förderung der Basis geht. Stärken Sie uns, stärken Sie damit ganz klar auch den Breitensport. Wir kooperieren mit jenen, er kooperiert mit uns. Vielen Dank. Vielen Dank. Wir kommen nun zu den Anträgen. Zunächst zum Ergänzungsantrag der CDU-Fraktion. Frau Wagner, bitte um Einbringung. Also ich würde jetzt quasi noch nicht reden, sondern ich würde in der Tat nur den Ergänzungsantrag einbringen. Und da geht es sozusagen um einen neuen Punkt 3, mit dem wir den federführenden Ausschussbericht ergänzen wollen. Und wir wollen quasi, wenn der federführende Ausschussbericht bestätigt wird, dass der Sportausschuss auf Basis von Gesprächen zwischen dem Eigenbetrieb Sport und dem Stadtsportbund in der Dezember-Sitzung spätestens jedoch bis zum 31.01. informiert wird, welche konkreten Maßnahmen des Sanierungs- und Entwicklungskonzeptes damit umgesetzt werden. Vielen Dank. Dann gibt es einen Änderungsantrag Fraktion Freie Wähler. Herr Genschmer. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, kurze Erklärung, das Änderungsantrag ist zwar so eingereicht, wir würden den gerne als Ersetzungsantrag zur Abstimmung bringen. Kurze Erklärung, wir wollen gerne, dass die in der Vorlage formulierten 1 Million Euro von der Stadt Dresden übernommen werden und als Finanzierungsquelle schlagen wir vor, das Projekt im Haushalt Raum- und Flächenressourcen
zu nutzen. Ich möchte ganz kurz im Gegensatz zu meiner Vorrednerin gleich die Chance nutzen, zu der Vorlage ein paar Sätze zu verlieren. Ich glaube, diese Vorlage zeigt mal wieder ganz deutlich, auch nachdem wir jetzt zwar die Entscheidung oder den Wettbewerb über seine Steuergestaltung gemacht haben, welchen Stellenwert der Sport in der Stadt Dresden hat. Ich kann mir nicht vorstellen, dass, wenn der Kulturpalast, das Kraftwerk Mitte, teurer wird, dass dann gesagt wird, die Operette bezahlt die Mehrkosten. Das ist einfach nie nachvollziehbar. Ich verstehe den Sportausschuss vollkommen, wenn in der Vorlage steht, die Mittel werden aus der Sportförderung übernommen. Und das zeigt ganz aus meiner Sicht und aus der Sicht meiner Fraktion ganz deutlich, welchen Stellenwert der Sport in der Verwaltung hat. Wir haben heute beschlossen, 11,7 Millionen für Hellerau. Dort steht drin, die dafür benötigten Mittel sind im Entwurf des Haushaltsplanes 2021-22 berücksichtigt. Wenn die Verwaltung gewollt hätte, dass die Mehrkosten, die mit einem Partner entstanden sind, wo der Partner nichts dafür konnte, hätte man diese 1 Million ganz normal in der Haushaltsdiskussion einstellen können. Der Sport wäre nicht belastet worden und wir hätten wahrscheinlich diese Diskussion nicht, denn der Rat würde dann den Haushaltsentwurf ganz einfach nehmen und sich über diese 1 Million nicht belasten. Ich frage auch mal die CDU, wenn wir jetzt das Heinz-Steuer-Stadion bauen, und das kostet am Ende 3 Millionen mehr, bezahlt das dann die Mehrkosten der DSC und vielleicht die Monarchs, weil die ja die Nutzer sind. Also aus dem Grund, das ist der Schwachpunkt der Vorlage. Gern sind wir auch bereit, in einer Auszeit nochmal mit den Fraktionen, die vielleicht unseren Ansatz gut finden und diskussionswürdig finden, nochmal zu diskutieren. Wir sind der Meinung, gerade in diesen Zeiten können wir jetzt nicht sagen, das Geld ist knapp und wir belasten Dynamo damit. Und gleichzeitig will ich aber auch nicht, dass mit solchen Mehrkosten ganz einfach gesagt wird, das muss der Sport im Allgemeinen dann irgendwie rausschwitzen. Also lassen Sie uns vielleicht nochmal darüber reden. Ich bin auch gerne bereit, diese komplette Vorlage nochmal in den Ausschuss zu verschieben. Wer damit einverstanden ist, darf vielleicht auch in einer kleinen Auszeit nochmal zu reden. Wir sind da gerne bereit. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. In der Fraktionsrunde beginnt Fraktion Die Linke. Kein Bedarf, dann SPD-Fraktion, Frau Sturm. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer im Stream. Sehr geehrter Herr Kaubus, herzlichen Dank, dass Sie heute nochmal den Weg hierher gefunden haben und nochmal vielleicht auch für alle erklärt haben, was Ihr Anliegen und natürlich auch die damit verbundenen Mehrkosten sind, die wir alle, glaube ich, einheitlich im Sportausschuss sozusagen auch nachvollziehen konnten. Auch nochmal herzlichen Dank an dieser Stelle für Ihre Einladung ins Trainingszentrum, die sich ja an alle Sportausschussmitglieder und Fraktionsvorsitzenden gerichtet hat. Aber wir haben halt im Vorfeld in der ersten Lesung im Sportausschuss uns alle tief in die Augen gesehen, weil was Sie sagen, Herr Karpus, dass es keine Entscheidung ist zwischen Dynamo und Breitensport, dem muss ich widersprechen, weil der Topf im Sporthaushalt ist nun mal endlich. Und wir schleppen seit vielen, vielen Jahren diese 300 Millionen Euro Breitensport mit uns rum. Glauben Sie es mir, wir machen uns das nicht einfach, Herr Karpus. Und ich möchte Ihnen eigentlich nur noch mal wiederholen und sagen, wir stehen zu dieser Meinung im Sportausschuss. Wir möchten, dass die Sanierungsliste kürzer wird. Wir gehen auch den Antrag von Frau Wagner mit. An dieser Stelle auch noch mal herzlichen Dank dafür. Ich vertraue da Herrn Dr. Lames, dass er entsprechend diese Sanierungsstauliste abarbeiten wird, uns das vorlegen wird. Und Ihnen möchte ich gerne sagen, Herr Karpus, wenn der Dachstuhl brennt, waren wir bis heute immer da. Sei es für Sie, für Dynamo, für die Eislöwen oder andere Profisportvereine. Wir haben immer geholfen und wir werden es auch weiterhin immer tun. Aber im Moment braucht der Breitensport unsere Hilfe und deshalb diese ganz klare Entscheidung und deshalb auch heute, wir stehen unverändert, wir stehen zu dem Wort, was wir in der ersten Lesung abgegeben haben. Und wie gesagt, wenn was ist, melden Sie sich bitte. Ich möchte auch an dieser Stelle noch mal Herrn Dr. Lames bitten, zu dem Deckungsvorschlag der Freien Wähler Stellung zu nehmen und uns zu sagen, ob denn überhaupt so ein Topf zur Verfügung steht, der dort irgendwo
jetzt gefunden wurde. Dankeschön. Vielen Dank, FDP-Fraktion. Herr Haase, bitte. Sehr geehrter erster Herr Bürgermeister, meine sehr geehrten Damen und Herren, Fußball ist Leidenschaft, ist Emotion, ist ein Thema von hoher gesellschaftlicher Relevanz und natürlich auch hoher Öffentlichkeitswirksamkeit. Über nichts streiten die Deutschen lieber als über Fußball, der oft genug Gradmesser für den aktuellen Aggregatzustand unserer Gesellschaft zu sein scheint. Das wurde erst jüngst wieder deutlich, als groß und breit über die Corona-bedingte Aussetzungs- bzw. Wiederaufnahme des Spielbetriebes im Profifußball gestritten wurde. Wo Liebe ist, ist natürlich auch Ablehnung, Unverständnis und Neid. Manch andere Sportart würde sich derartige Aufmerksamkeit wünschen, hätte gern die Luxusprobleme des Fußballs. Das kann ich als bekennender Eishockey-Fan durchaus nachvollziehen. Und so unterliegt der Fußball selbstverständlich auch einem hohen Rechtfertigungsdruck, gerade wenn es um die Bereitstellung öffentlicher Mittel geht. Das eben Gesagte gilt selbstredend für Dresden mit seiner in Jahrzehnten gewachsenen Fankultur rund um die SG Dynamo. Viele Menschen in dieser Stadt sind mit dem Verein, seinen sportlichen Erfolgen, aber auch seinen Niederlagen und Problemen emotional eng verbunden. Auch wenn man sich nicht mit dem Satz oder zu dem Satz hinreißen lässt, Dresden ist Dynamo und Dynamo ist Dresden, kann man die Bedeutung des Clubs für die Stadt und ihre Außenwahrnehmung wohl kaum ignorieren. Dynamo ist ein Flaggschiff, wenn nicht sogar das Flaggschiff des Dresdner Sports. Als Leitverein spielt der Club eine zentrale Rolle für den gesamten Dresdner Fußball. Dies wird insbesondere durch die Initiative Perspektivteam Dresden deutlich, die 21 Vereine des Amateurfußballs im Bereich der Nachwuchsförderung und Qualifizierung unter die Arme greift. Wer Dynamo fördert, tut damit also auch etwas für den Breitensport, zumindest im Bereich Fußball. Dynamo ist neben seiner sportlichen Funktion natürlich auch ein Wirtschaftsfaktor für die Stadt, ob als Arbeitgeber für über 200 Beschäftigte oder steuerzahlender Gewerbebetrieb. In den zurückliegenden 10 Geschäftsjahren erzielte der Club jeweils ein positives Betriebsergebnis und zahlte infolgedessen mittlere 7-stellige Beträge an Ertragssteuern und Abgaben, wovon circa die Hälfte im Stadtsäckel als Gewerbesteuern landete. Wer Dynamo fördert, investiert somit also auch in die Zukunft der Dresdner Wirtschaft. Dynamo ist außerdem ein wichtiger emotionaler Anker für Teile der Stadtgesellschaft. Der Verein bietet über 23.000 Mitgliedern die Möglichkeit zur Identifikation und ist somit auch ein wichtiges Stück Heimat. Durchschnittlich 500.000 Zuschauerinnen und Zuschauer besuchen pro Saison das Stadion. Hinzu kommt das soziale Engagement des Clubs, der sich gegen Rassismus und für junge Menschen engagiert und zudem in Größenordnungen für verschiedene wohltätige Zwecke Geld spendet. In der Saison 2019/20 waren dies 80.000 Euro, insbesondere durch geleistete Corona-Hilfen, so unter anderem 30.000 Euro an das Krankenhaus Friedrichstadt und die Uniklinik. Wer Dynamo fördert, leistet damit also auch einen wichtigen Beitrag für den gesellschaftlichen Zusammenhalt in unserer Stadt. Angesichts dieser Bilanz der SG Dynamo Dresden, der man sicherlich noch weitere Punkte hinzufügen könnte, finde ich die Debatte, die wir heute hier führen, beziehungsweise die bereits in der Presse im Vorfeld geführt wurde, mehr als kleinlich. Sie ist nicht nur kleinlich, sondern sportpolitisch sogar schädlich. Statt sich gemeinsam stark zu machen für eine insgesamt bessere finanzielle Ausstattung des Dresdner Sports, wird eine Neiddebatte entfacht, wird versucht, Groß gegen Klein, Profisport gegen Freizeit und Breitensport auszuspielen. Das einzige Argument, was ich von einigen Kolleginnen und Kollegen im Sportausschuss dazu gehört habe, war, dass Dynamo in der Vergangenheit immer bevorzugt wurde und nun endlich auch mal die Kleinen dran sind. Das ist mit Verlaub überhaupt gar kein Argument. Das ist auch nicht besonders strategisch gedacht, sondern das sieht eher nach Hab-mich-lieb-Politik aus, für den eigenen Lieblingsverein um die Ecke. Ob dies der Stadt insgesamt hilft, lasse ich einfach mal dahingestellt. Ja, man kann ja durchaus der Meinung sein,
dass mehr als bisher in den Breitensport investiert werden müsste. Dass es endlich an der Zeit wäre, den jahrelang vor sich hingeschobenen Investitionsstau im Bereich Sport aufzulösen. Doch mir will doch niemand ernsthaft weismachen, dass wir mit einer Million, die wir bei Dynamo wegnehmen, alle die anderen Probleme lösen werden. Zudem wäre genau jetzt der richtige Zeitpunkt, das Thema anzugehen. Wir haben gerade Haushaltsverhandlungen. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, kämpfen Sie in Ihren Fraktionen für den Dresdner Sport. Zeigen Sie, dass Ihnen das Thema wichtig ist und setzen Sie sich vor allen Dingen in Ihren Fraktionen durch. Dynamo braucht jetzt unsere Hilfe. Der Club kämpft um den sportlichen Wiederaufstieg, was für Dresden insgesamt gut wäre und sich auch in der Stadtkasse machbar würde. Zusätzliche finanzielle Belastungen sind für den Verein dabei eher hinderlich, zumal er sie nicht zu verschulden hat. Ich bitte Sie daher, den federführenden Ausschussbericht abzulehnen. Geben Sie unserem sportlichen Flaggschiff eine Chance und passen wir auf, dass dieses nicht Schlagseite bekommt. Dynamo hat in den letzten Tagen vorgelegt. Der Heimsieg gestern Abend gegen Unterhaching sowie der Auswärtssieg am Wochenende in Rostock machen Hoffnung auf eine erfolgreiche Saison 2020/2021 und den möglichen Wiederaufstieg. Nun ist es an uns, nachzulegen. Es wäre schön, wenn wir dieses Signal heute Abend hier im Dresdner Stadtrat geben könnten. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Herr Schulze, bitte. Sehr geehrter Erster Bürgermeister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen Stadträte, lieber Herr Kabus. Wir sind uns einig, Dynamo Dresden ist ein wichtiger Akteur unserer Stadt. Mit seinen Spielerfolgen in der DDR-Oberliga, in den FGB-Pokalen in der DDR und auch in den spielerischen Leistungen in den zurückliegenden Jahren hat die SGD den Namen unserer Stadt weit über die Grenzen unserer Stadt auch hinausgetragen dann und ist auch wirklich ein wesentlicher Akteur im Sportbereich unserer Stadt. Zweifellos. Und genau aus diesem Grund haben wir als Stadt den Stadionneubau realisiert. Wir haben für die Nachwuchsarbeit im Ostteilgehege 3 Trainingsplätze komplett erneuert. Wir haben ein Funktionsgebäude neben der Nordtribüne am Heinz-Steyer-Stadion um ein Stockwerk sogar nochmal extra aufgebaut, also höher gebaut, damit auch Dynamo dann der Nachwuchs eine eigene Umkleide mit Sanitärräumen an dieser Stelle hat. Weiterhin haben wir ein Sportschulzentrum. Und auch jetzt dieses Trainingszentrum im Ostergehege dafür mit gefördert. Und da spreche ich im Moment nur von dem investiven Teil, mit dem wir als Stadt beste Bedingungen für den Trainings- und Spielbetrieb von Dynamo geschaffen haben. Das habe ich jetzt noch nicht alles zusammengerechnet, aber das sind schon durchaus fast an die 100 Millionen, was wir darüber hier sprechen, was in den letzten Jahren zusammengekommen ist. Hinzu kommt dann auch noch die jährliche konsumtive Förderung über die Stadionzuschüsse und die allgemeine Vereinstätigkeit. All diese genannten Punkte zeigen, dass Dynamo einen hohen bis sehr hohen Stellenwert auch in dieser Stadt einnimmt. Zweifellos. Neben der SGD gibt es aber noch weitere 370 Sportvereine in den verschiedenen Sportarten, die ebenfalls das aktive, gesundheitsbewusste und auch sportliche Leben unserer Stadt prägen. Und viele Menschen geben diese Sportvereine eine Heimstatt und auch eine aktive Lebensgestaltung. Diese Vereine können selten bis gar nicht auf so gute Trainings- und Wettkampfbedingungen, wie für Sie, für die SG Dynamo Dresden beschrieben, zurückgreifen. Leisten aber auch dann mit ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit und Arbeit einen nicht unbeträchtlichen Teil für diese Stadt. Wir wissen, und das haben wir auch bei der Informationsveranstaltung auch Ihnen schon signalisiert, in diesem Jahr hat sich die Situation für viele dieser Sportvereine durch die im Frühjahr verhängte Haushaltssperre und durch die pandemischen Einschränkungen, Einschränkungen und Untersagungen noch einmal deutlich verschärft. Trainerpauschalen wurden halbiert, die Förderung von Trainingslagern und die Erstattung von Fahrtkosten zu Wettkämpfen sind nur prozentual an die Vereine ausgezahlt worden. Und da meine ich jetzt auch nur einige Beispiele. Die Sportvereine mussten dieses Jahr wirklich dann den Gürtel deutlich enger schnallen und haben trotz der höheren oder hohen zusätzlichen Belastungen durch die Pandemie ihre ehrenamtliche Tätigkeit fortgesetzt. In Würdigung dieses hohen Engagements und vor dem Hintergrund
dass viele Sport- und Trainingsstätten immer noch einen hohen Sanierungsbedarf haben, sind wir im Sportausschuss zu dieser Überlegung gekommen, den Betrag von 1 Million Euro, der als einen weiteren Zuschuss für diese bereits gezahlten 4 Millionen Euro für das Trainingszentrum vorgeschlagen wurde, umzuwidmen, ist bekannt. Auf Initiative von uns Grünen und der CDU, da auch herzlichen Dank auch an Anke, hat der Sportausschuss diesen Beschluss gefasst, diesen Betrag dem Eigenbetrieb zu übertragen und durch diesen den Abbau des Sanierungsstaus der Dresdner Sportstätten zu widmen. Wie wir wissen, haben wir einen Sanierungsbedarf von rund 300 Millionen Euro bei den Sportstätten unserer Stadt. Mit diesem Beschluss leisten wir einen kleinen Beitrag, um diesen enormen Sanierungsstau abzubauen. Ich möchte es nochmal betonen, auch lieber Holger Haase, weil das, was du uns sozusagen hier unterstellst, trifft so nicht zu. Diese Entscheidung ist keine Entscheidung gegen Dynamo. Das ist keine Entscheidung gegen Dynamo, möchte ich hier auch wirklich nochmal so klar betonen. Es ist aber auch nur schwer vermittelbar, dass der Großteil der Dresdner Sportvereine Kürzungen hinnehmen muss und jahrelang auf die Sanierung ihrer Wettkampf- und Trainingsstätten warten muss. Und mit der heutigen Entscheidung schließen wir auch nicht aus, dass bei einer besseren Haushaltslage und bei einem fortgeschrittenen Abbau dieses Sanierungsstaus ein weiterer Zuschuss für dieses Trainingszentrum an Dynamo auszureichen wäre. Wir haben das auch in dieser Informationsveranstaltung nachgefragt. Es ist jetzt nicht unbedingt auch an den Zeitpunkt gebunden. Bedanken möchten wir uns auch an dieser Stelle nochmal für diese Informationsveranstaltung im Trainingszentrum vor 3 Wochen. Was dort entstanden, also wir haben uns sozusagen auch überzeugt, was dort entstanden ist. Und das setzt wirklich eine neue Qualität im Trainings- und im Nachwuchsbereich für den gesamten Fußball in unserer Stadt. Das kann man auch würdigen und das ist auch wirklich anzuerkennen. Diese Kooperation mit diesen verschiedenen, Fußballvereinen ist so vorbildlich und setzt auch einen weiteren auszubauenden Maßstab. Dafür wünschen wir auch wirklich Ihnen sehr viel Erfolg auch in der Zukunft, Herr Kapus, dann. Und ich denke auch über den konsumtiven Sportförderteil wird auch genau diese Arbeit auch weiterhin in den nächsten Jahren auch mit unterstützt und gefördert. Für diese laufende Saison wünschen wir der SG Dynamo den gewünschten Aufstieg in die 2. Bundesliga und bleiben auch zukünftig mit am Ball. Vielen Dank erstmal für die Aufmerksamkeit. Zu den einzelnen Anträgen nochmal. Dem Ergänzungsantrag der CDU können wir unsere Zustimmung geben, dann eine Berichtslage dann, wofür diese 1 Million dann, die wir jetzt auch nochmal umwidmen, genutzt wird. Das sehen wir genauso dann, ist auch wichtig für uns. Zu dem Antrag der Freien Wähler würde ich gerne nochmal sozusagen die Frage stellen. Dann hier ist sozusagen ein Produkt angenannt worden, das nennt sich Raum- und Flächenressourcen. Ich glaube, das kommt aus dem Geschäftsbereich von dir, Stefan. Vielleicht kannst du uns nochmal dazu irgendwie erläutern, was das bedeutet, ob diese Mittel überhaupt frei sind, ob die zweckgebunden schon irgendwo eingesetzt sind. Dann, das wäre durchaus nochmal für die Entscheidung wichtig. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, CDU-Fraktion, Frau Wagner. Ja, sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Kabus. Normalerweise ist das Thema investive Sportförderung eigentlich ein schönes Thema für uns Sportpolitiker. Meistens geht das auch sehr unstrittig durch und es macht Freude, die investiven Mittel, die zur Verfügung stehen, wenn sie auch zu knapp sind, zu verteilen und dann zu sehen, was damit entsteht. Heute ist es deshalb ein schwieriges Thema, was leider nicht so viel Freude macht, bin ich ganz ehrlich, weil wir uns wirklich einer sehr schwierigen Frage stellen mussten, nämlich der sportfachlichen Prioritätensetzung. Das Thema mit den Mehrkosten und mit dem Antrag auf Mehrkostenförderung ist ein Thema, mit dem wir uns nunmehr seit Frühjahr befasst haben. Und ich kann Ihnen versichern, als Sportausschuss in Gänze weder leichtfertig noch irgendwie mit großer Begeisterung, sondern sehr fundiert, absolut sachlich und abwägend. Das Ergebnis liest sich im Ausschussbericht und ist in der Tat mit großer Breite der Sportpolitiker entstanden. Und zwar mit der Meinung, dass der Schwerpunkt der zur Verfügung stehenden investiven Sportfördermittel mit dieser 1 Million anders gesetzt werden soll, nämlich auf den Fokus Sanierung und Entwicklungskonzept. Wir hätten darüber schon beschieden, dann hat der OB gesagt, Dynamo soll noch mal stärker sich äußern können. Und dann waren wir bei dem Vororttermin
Es gab noch mal einen Brief. Die Argumente, Herr Karbosen, ich glaube, das zieht niemand in Zweifel von uns, die Sie hervorbringen, sind völlig legitim, absolut verständlich. Und dass Sie sich sozusagen gegen die Beschlussempfehlung des Sportausschusses wehren, ist auch legitim. Denn die Mehrkosten sind entstanden, man kann dazu einen Antrag stellen. Wir als Sportausschuss haben aber auch eine Perspektive darauf. Und da möchte ich eben aus sportfachlicher Sicht und aus gesamtstädtischer Betrachtung schon noch mal drauf eingehen. Denn wir sind schon der Meinung, dass diese Perspektive mindestens genauso legitim ist wie die Ihre oder auch wie die der Verwaltung, die erstmal eine formalrechtliche Bewertung vorgenommen hat mit ihrer Vorlage. Und da will ich jetzt nicht alles wiederholen, was einige Vorredner schon gesagt haben, aber ja, es ist unsere Aufgabe, die gesamte Stadt und alle Vereine im Blick zu haben. Es ist unsere Aufgabe anzuschauen, was haben wir als verfügbare Investitionsmittel in der Sportförderung und was sind auf der anderen Seite die Bedarfe, sowohl in der Sanierung als auch in der Entwicklung von anderen Sportstätten in dieser Stadt. Und da rede ich nicht über Kleckersachen, sondern wirklich um große Nummern, die ebenso den Sport in Dresden wie dieses tolle Trainingszentrum voranbringen könnten, wenn denn etwas Geld da wäre. Sanierungsentwicklungskonzept. Seit Jahren unterdeckt, leider nicht mit einem großen Batzen mehr in der investiven Sportförderung untersetzt. Darum kämpfen wir seit Jahren. Und nun, ja, leider, es ist nicht schön. Corona, das auch noch. Haushaltskürzung und die aktuelle Haushaltssituation, der wir uns ja jetzt gerade miteinander stellen müssen, mit allen Unsicherheiten und unschönen Dingen. Und dann war eben die Abwägung, ja, wir wägen ab und sortieren in unserem eigenen Budget um, weil wir die Prioritäten anders setzen. Und an der Stelle möchte ich doch noch mal einen Blick in die Historie wenden zum Bau von dem Trainingszentrum. Da kam Dynamo, ich glaube Ralf Minge war es federführend, mit dem damaligen Geschäftsführer auf die Idee, wir machen das mit der DEGI zusammen und wir machen ein tolles Projekt und Dynamo macht eine Mietkaufoption. Und es fiel schwer, weil auch da mussten wir abwägen. On top, über einen politischen Willen vom OB eingebracht, im Haushalt eingestellt, 4 Millionen. Na klar haben wir wieder die Fragen gekriegt, auch wieder Dynamo, auch wieder ist nichts on top, was investive Maßnahmen betrifft für die eigentliche Breite. Und deswegen haben wir damals sehr bewusst auch gesagt, aber in der Betreibung, wir gehen die 4 Millionen mit, wollen wir, dass die Betreibung on top kommt. Und was steht jetzt im Haushalt drin? Nämlich nicht plus 280.000 Euro für die konsumtive Sportförderung, sondern es muss der Sport jetzt auch die Betreibung, die konsumtive Sportförderung rausschwitzen mit minus 280.000 Euro. Da könnte man jetzt sagen, ja, auch das ist was, was wir jetzt als Sportpolitiker ausbaden müssen in der Haushaltsdiskussion. Und die wichtige Frage, die ich auch stelle, Sie haben die ganz großen Zahlen gebracht und ich sage nochmal, das ist legitim, dass Sie die bringen. Wir haben aber auch nach Zahlen gefragt, was bedeutet das jetzt eigentlich, wenn diese 1 Million nicht kommt, mal gemessen auf die Mietkaufdauer. Und da reden wir über 60.000 Euro im Jahr, 5.000 Euro im Monat mehr Mietkauf. Das ist wahnsinnig viel Geld, auch für Sie viel Geld, aber wir halten es trotzdem aufgrund der anderen Dinge, die wir auch noch betrachten müssen, für vertretbar, jetzt hier das so zu entscheiden. Und wenn der Vorwurf kommt, und es ärgert mich wirklich, ich bin auch gespannt, was kommt, ich weiß nie, was kommt, aber ganz bestimmt habe ich diese Entscheidung nicht getroffen, weil ich irgendeinem Lieblingsverein was zugutekommen lassen möchte. Nein, ich möchte, dass wir bei unserem Beschluss bleiben und dass die Umsetzung der Sanierungs- und Entwicklungskonzeption, und da haben wir letztes Mal im Sportausschuss gehört, es gibt viele Projekte, die mit 1 Million wirklich was machen können. Da haben wir gehört, es kam jetzt die Zusage von Bundes- und Landesfördermitteln für ein Bundesstützpunkt einer anderen Sportart. Ja, aber wir haben kein Geld, um die investiven Mittel unserer Kommune abzudecken, weil der Topf leer ist. Ja, jetzt sehen wir es hier, wenn nicht aufgesattelt wird in den investiven Maßnahmen, dann müssen wir leider über solche Sachen reden. Für mich persönlich ist das kein schönes Thema. Das macht mir auch wirklich keinen Spaß. Und ja, ich weiß, ich bekomme den Vorwurf, ich mache irgendwas gegen Dynamo. Das ist aber nie mein Ansinn, genauso wie ich mir niemals den Vorwurf machen lassen kann, dass ich in irgendeiner Weise einen Lieblingsverein von mir in den letzten 10 Jahren oder 11 Jahren protegiert habe. Das haben andere gemacht. Und
Einige in diesem Raum werden das wissen können. Den Vorwurf ziehe ich mir nie an. Ich habe dann reines Gewissen. Ich weiß, dass das jetzt unschön ist, aber ich verstehe das nicht als wir lassen Dynamo hängen, sondern wir haben das Vertrauen, dass sie das schaffen können. Und wir müssen auf die anderen Vereine jetzt auch gucken und gucken. Wir wissen nie, was bei den Haushaltsverhandlungen rauskommt. Ich weiß nie, ob wir nochmal investive Mittel kriegen. Aber jetzt geht es halt in der Tat darum, hier gibt es eine Möglichkeit und wir können an anderer Stelle gestalten. Und wir wünschen Ihnen alle Kraft und alle Zuversicht, dass Sie genauso wie alle anderen wirtschaftlich tätigen oder auch ehrenamtlich tätigen Vereine in dieser schwierigen Situation auf gute Lösungen kommen, dass Sie diese 5.000 Euro pro Monat jetzt mehr stemmen können. Und was in der Zukunft ist, das können wir heute nicht prognostizieren. Wir können nur alle hoffen, dass es besser wird. Und wir können alle miteinander beim Gürtel enger schnallen ein Stück weit dazu beitragen, dass wir das mit Zuversicht tun und nicht mit Hoffnungslosigkeit. Ich glaube an Dynamo und ich glaube auch, dass Dynamo das schaffen kann. Danke. Vielen Dank. AfD-Fraktion, Herr Laczynski, bitte. Sehr geehrter erster Bürgermeister, sehr geehrte Stadträte, liebe Zuschauer. Eigentlich ist die Bewilligung der Förderung von Mehrkosten bei Projekten der Sportförderung nichts Ungewöhnliches. Es passiert regelmäßig, dass Projekte aus den verschiedensten Gründen aus den geplanten Kosten rutschen und Mehrkosten verursachen. Regelmäßig bewilligt die Sportförderung denn auch die Bescheide zur Förderung dieser Mehrkosten. Schließlich möchte man ja keine halbfertigen Bauruinen in der Stadt hinterlassen. Ähnlich stellt sich die Situation dann auch hier im vorliegenden Fall dar. Dynamo Dresden hat sich ein Trainingszentrum für seine Jugendarbeit bauen lassen. Die Stadt hat sich bei der Einschätzung der Schadstoffbelastung auf dem Grundstück, ihrem eigenen Grundstück, etwas vertan und hat sich dann auch noch im Genehmigungsprozess etwas Zeit gelassen. Und schon hatten wir ungeplante Mehrkosten durch Baukostensteigerungen und Entsorgungskosten. Im Gegensatz zu der Vielzahl von sonst vom Stadtrat unbeobachteten Bewilligungen von Mehrkosten muss diese Entscheidung hier einfach nur aufgrund ihrer Förderhöhe noch die Schleife durch den Stadtrat drehen. Formsache, sollte man meinen. Gäbe es da nicht findige Stadträte aus dem Sportausschuss, die der Meinung sind, diese Vorlage für ihren persönlichen Feldzug gegen die Sportgemeinschaft Dynamo missbrauchen zu müssen. Kurzerhand ändert man die Bewilligung der Förderung für Dynamo in ein investives Budget für die Dresdner Sportstätten um. Wohlwissend, dass diese Gelder in diesem Haushaltsjahr in keinster Weise mehr wirksam werden können. Es ist schon theoretisch nicht möglich, innerhalb von diesem Jahr in den verbleibenden Wochen noch irgendeine Bauleistung zu planen, auszuschreiben, durchzuführen und letztendlich abzurechnen. Das Geld würde zum Jahresende zurück in den Haushalt fließen und somit nicht mehr dem Sport zugutekommen. Das hilft weder der Sportgemeinschaft Dynamo noch dem Breitensport noch sonst irgendeinem sportlichen Akteur in Dresden. Auch der kleine Nebensatz aus dem Ausschussbericht, dass die Haushaltsmittel für die Dresdner Sportstätten auch über das Jahr 2020 hinaus gesichert werden sollen, hilft in diesem Fall nicht weiter. Denn wenn Sie sich den Haushaltsentwurf und den kommenden Doppelhaushalt anschauen, werden Sie dort auch so gesicherte Haushaltsmittel finden. Die Sicherung von Haushaltsmitteln für das Jahr 2021 und 2022 erfolgt unabhängig von dieser Vorlage einzig und allein durch den Beschluss des Haushaltes. Sämtliche Änderungen in dieser Vorlage sind einfach nur Augenwischerei. Zusätzlich sollten wir uns vielleicht auch nochmal vor Augen führen, dass Dynamo das investierte städtische Geld ohnehin in Form der Mietzahlung in den kommenden 25 Jahren zurückzahlt und erst nach einer Kaufoption Eigentümer dieser Anlage wird. Das Geld, das wir dort investieren, bekommen wir also ohnehin wieder zurück. Insofern ist es doch besser, den Verein in den jetzigen schwierigen Zeit zu unterstützen und in zukünftig wirtschaftlich hoffentlich besseren Zeiten dann von diesem Verein stärker zu profitieren als umgekehrt. Letztendlich sollten wir uns vor Augen führen, es geht hier um Mehrkosten, die die Stadt selbst verursacht hat und jetzt vorübergehend übernehmen soll. Unterstützung von Dynamo Dresden ist für uns, aber auch für viele Dresdner eine Herzensangelegenheit. Wir denken nicht, dass diese banale Mehrbedarfsforderung jetzt in der aktuellen Situation für irgendwelche politischen Debatten instrumentalisiert werden sollte. Es gibt viele Dresdner, die sprichwörtlich ihr letztes Hemd für diesen Verein geben würden. Das neue Trainingszentrum ist eine Investition in die Zukunft des Vereins und damit ist die Hoffnung verbunden, auch bald sportlich wieder erfolgreicher zu sein. Dem Ziel wollen wir uns als AfD-Fraktion nicht in den Weg stellen. Deshalb unterstützen wir Dynamo und werden der Ausgangsvorlage unsere Zustimmung geben. Den geänderten Ausschussbericht lehnen wir ab. Danke.
Vielen Dank, Herr Lazinski. Ich habe jetzt Wortmeldung von Herrn Dr. Schulte-Wissermann und von Herrn Kiesling. Herr Dr. Schulte-Wissermann, bitte sehr. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Menschen im Saal und draußen an den Datenendgeräten. Es hieß, Dynamo ist Dresden, Dresden ist Dynamo, der Dresdner Weg. Nicht die, sei mal still, ja? Jetzt kommt was Ernstes, jetzt mach mal keinen Quatsch, bitte. Jetzt kommt wirklich was Ernstes, weil Dynamo fördert den Breitensport, Dynamo fördert die Jugendarbeit, Dynamo ist gut für unsere Kinder, haben wir gehört. Guckt man in die Satzung von Dynamo Dresden, dann steht drin, dass das Ziel und der Zweck von Dynamo Dresden ist Herrenmannschaft, Herrenfußball, und die Kinderarbeit ist dazu da, also die Arbeit an Kindern und Jugendlichen ist dazu da, dass sie in den Herrenmannschaften spielen. Das heißt, sie haben nur Jungsmannschaften und fördern nicht, es steht so in der Satzung, steht so in der Satzung, und Ihre Pressesprecherin oder so hat mir das auch so in der Mail geschrieben. So, ich finde auch auf der Homepage eigentlich keine Frauenmannschaft, also weiß nicht, vielleicht mache ich mich hier zum Obst, aber dann schicken Sie mir das, wo jetzt in welcher Liga die Frauenmannschaft spielt, und dann habe ich mich hier zum Obst gemacht. Ansonsten ist das wahr, was ich gerade gesagt habe. Und jetzt kann ich es abkürzen. Das ist sozusagen einfach eingebaute Ungleichheit. Ja, man kann sich nicht aufregen oder wundern, dass man am Ende nicht irgendwie guten Frauenfußball oder gutes irgendwas hat. Man kann jetzt irgendwas einsetzen, wenn man es gar nicht von Anfang an fördert. So, und deswegen wird es von Piraten, deswegen wird es von mir nie wieder einen Cent für Dynamo geben, solange das in der Satzung steht und solange ich nicht ein Frauenfußballspiel angucken kann. Dankeschön. Herr Kiesling, bitte. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, meine sehr geehrten Damen und Herren, und auch ein Gruß an diejenigen, die vielleicht Dynamo mögen und jetzt zuschauen. Was Sie jetzt erlebt haben, ist natürlich, dass jeder da versucht, wahlkampftechnisch noch ein bisschen was abzuräumen. Und es ist kein Wunder, dass die AfD das tut, weil die lebt ja in der Vorstellung, dass unter den Fans von Dynamo so mancher sie wählen würde. Ich glaube, das ist da gar nicht so verbreitet, denn das sind ja Leute, die ihre Heimatstadt lieben. Und wer Dresden liebt, kann kein Interesse daran haben, dass diese Stadt weiter nach rechts rutscht. Und es ist auch klar, dass Herr Schulte-Wissermann sozusagen ein bisschen in dem Spektrum sammeln will, was Dynamo nicht so leiden kann und deswegen ein bisschen auf Dynamo rumhackt. Das kann man alles tun. Was mich entsetzt hat und warum ich, obwohl wir als Fraktion nichts sagen wollen, doch nochmal vorgekommen bin, ist dieser geradezu bodenlose Populismus, den Herr Hase hier ans Licht gebracht hat. Von der FDP, weil er will ja auch bei Dynamo was sammeln an Stimmen. Es war so populistisch, Herr Hase. Ich habe nur eine einzige Frage. Sie haben hier wohltönend und laut und im Sakko staatstragend gerufen. Jetzt ist die Zeit, um sich einzubringen und einzusetzen für mehr Mittel im Sport. Bitte, liebe FDP-Fraktion, kommen Sie vor und sagen Sie hier vom Mikro, wie hoch ist Ihre Haushaltsforderung im Bereich des Sports? Ich bin sehr gespannt, ob Sie da den Mut dazu haben. So, ich will es nicht sagen, weil ich bin in den Verhandlungen beteiligt, aber kommen Sie vor, sagen Sie es mal ehrlich, wie viel wollen Sie denn im Sport mehr, Herr Hase von der FDP? Und ich habe es jetzt so deutlich gesagt, vermutlich hat jeder jetzt eine ungefähre runde Summe, eine runde Zahl im Auge. Das Zweite, Sie können alle spekulieren darüber, was die FDP in Wahrheit für den Sport tun will. Das Zweite geht ein bisschen an Herrn Grabus. Diese Vorlage ist in einem Moment in den Stadtrat eingebracht worden, als richtig viele Leute Sorge hatten um ihr existenzielles Überleben. Und bis heute sind sehr, sehr viele Vereine, aber auch sehr viele Wirtschaftstreibende betroffen und wissen nicht, ob sie die Zukunft überleben werden, mitten in der Krise, mitten in der Haushaltssperre.
Und zwischen fast allen von diesen und Dynamo besteht ein ganz entscheidender Unterschied. Und diesen Unterschied will ich auch den Fans nochmal sagen, die zuschauen. Dynamo Dresden hat eine 99,9%ige Sicherheit, dass, wenn sie in eine existenzielle Krise geraten, diese Stadt und dieser Stadtrat sie retten werden. 99,9%. Und zwar ganz unabhängig von dieser konkreten Million hier. Aber ob sie es schaffen, das wird die Zukunft zeigen. Vielleicht ist es ohne die Million ein bisschen schwerer. Vielleicht müssen sie sich ohne die Million mehr anstrengen. Vielleicht schaffen sie es auch nicht. Und dann kommen sie bitte wieder her, dann machen wir eine Gesamtabrechnung und dann wird Dynamo gerettet, weil Dynamo gehört zu dieser Stadt. Punkt. Vielen Dank. Herr Genschmar, bitte. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, ich möchte gerne noch mal, wie schon angekündigt, eine 5- bis 10-minütige Auszeit beantragen. Herr Kiesling, Sie haben mich aber auch noch mal motiviert vorzugehen, weil Sie ja jetzt die FDP angefragt hat, was Sie in den letzten oder in der jetzigen Haushaltsdiskussion für den Sport eingebracht haben. Ich möchte die Linke fragen, was Sie in den letzten 5 Jahren für den Sport in den Haushalt eingestellt hat. Mir ist da jedenfalls nichts bekannt. Aber wir wissen ja auch, dass es Haushaltsdiskussionen der linken Seite mit CDU und FDP geht. Und Herr Schulz hat, wie alle anderen Vorredner, hier groß erzählt, dass man Dynamo natürlich sehr gerne helfen wollen. Wir haben einen Ansatz gebracht, dass es Möglichkeiten im Haushalt gibt, dies zu beschließen. Herr Schulz hat gesagt, dass es nie eilt, dass wir es auch noch später machen wollen. Aus dem Grund, wie gesagt, der Vorschlag, nehmen Sie unseren Änderungsantrag oder Ersetzungsantrag an oder lassen Sie uns die ganze Vorlage noch mal in den Ausschuss führen. Lassen Sie es uns nie aus den Sportförderungen nehmen, sondern lassen Sie uns eine andere Deckungsquelle suchen. Dann ist das, was wir alle fraktionsübergreifend gesagt haben, kann dann realisiert werden. Wie gesagt, wir sind jetzt in der Haushaltsdiskussion und was der Thomas Aczynski von der AfD gesagt hat, ist genauso richtig. Wie gesagt, die 1 Million, die wird im Haushalt dieses Jahr nicht mehr für den Sport verbraten werden können. Wir sitzen im Sportausschuss noch einmal zusammen und dort, glaube ich nicht, werden wir dieses Geld dann umsetzen können. Also wie gesagt, nochmal bitte die 5-minütige Auszeit, um dann vielleicht nochmal miteinander zu reden. Ich habe 2 Wortmeldungen, Herr Schulze und Frau Sturm. Herr Dr. Lames, noch mal was zu dieser Deckungsquelle der Freien Wähler sagt. Und vor der Auszeit würde ich das ganz gern hiermit nochmals beantragen. Da es eine Verwaltungsvorlage gibt, würde ich Dr. Lames Schlusswort der Verwaltung dann geben, bevor wir in die Abstimmung, also Auszeit und dann Abstimmung gehen. Aber ich würde gerne vorher die Redebeiträge noch kurz sammeln. Herr Schulze. Okay, also Frau Sturm hat da sozusagen die eine Anmerkung noch mal vorweggenommen dann. Also wir hatten ja noch mal konkret nachgefragt dann, nach der Deckungsquelle dann. Also das hat die wirklich tatsächlich diese Antwort vor dieser Auszeit. Wer das jetzt beantwortet, ist mir egal. Auch du. Zweiter Punkt. Es geht nicht darum dann, dass wir dieses Jahr noch irgendwelche Sportinvestitionsvorhaben beschließen. Wir haben dezidiert auch im Ausschuss ja sozusagen mit beschlossen dann, dass diese 1 Million Euro dann auch in den nächsten Jahren mit zu übertragen ist. Also von der Seite her dann, also dieses Argument, was jetzt nochmal vorgetragen wird dann, dass wir das gar nicht mehr im Dezember ausgeben können, das haben wir schon mit auf dem Schirm gehabt dann und auch genau deswegen haben wir auch, sag ich mal, diese Beschlussfassung ja so formuliert, wie es im Sportausschuss formuliert worden ist. Also deswegen, dieses Argument sticht wirklich jetzt gerade gar nicht. Herr Schulte-Wissermann, bitte. Ganz kurz von der Seite. Ich muss auf die Sachen, was Herr Kiesling gesagt hat, antworten. Ja, noch lacht er. Ja, also die Piraten und ich selber, ich habe nichts für und nichts gegen Dynamo. Ich finde Sport schön, man kann sich's angucken. Ich gehe auch ganz manchmal gerne irgendwo hin. Das ist gar nicht der Punkt. Das war auch gar nicht mein Punkt. Jetzt hör doch mal auf, so zu grinsen.
Mein Punkt war, dass wir hier etwas haben, wo strukturell eingebaut Ungleichberechtigung ist und wir mit staatlichem Geld, mit kommunalem Geld diese Strukturen halten, stärken, fördern und diejenigen, die das ansprechen, die komischerweise muss der Pirat hier stehen und derjenige aus der selbsternannten Gleichberechtigungspartei, die Linke, lacht mich dafür aus. Das hat mich geärgert. Vielen Dank. Dann zum Schluss Herr Dr. Lames zur Beantwortung der Sachfragen, die noch im Raum stehen. Bitte. Ja, sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, meine Damen und Herren, das Herz ist natürlich ein bisschen voll an so einer Stelle und man kann nicht alles zurechtrücken, was so unterwegs gesagt worden ist, aber die wichtigsten Mittel und die wichtigsten Botschaften dann doch auch nochmal. Also ich habe sehr gerne vernommen, dass viele für den Sport mehr aufwenden wollen. Ich bin über den Kollegen Kiesling hinaus nicht nur auf die Forderungen gespannt, sondern auch auf die Deckungsvorschläge zu den Forderungen, die dabei kommen. Aber das werden wir dann vielleicht heute in 3 Wochen besser wissen. Zum Zweiten erinnere ich daran, dass aus der sogenannten Liquiditätsreserve, die wir im letzten Doppelhaushalt gebildet haben, mehrere Millionen, 6 waren es glaube ich, an den Sport geflossen sind und das kann man auch an dem Baugeschehen sehen, gerade auch bei den Anlagen des Breitensports, die wir da gefördert werden. Und selbstverständlich ist es möglich, diese 1 Million auch für investive Zwecke zu sichern als investiven Haushaltsausgaberest. Zu der aufgeworfenen Frage, wie sieht es mit diesem Kostendeckungsvorschlag aus? Da haben wir jetzt sehr schnell in der Kämmerei nachgeguckt. Dort ist folgende Auskunft erarbeitet worden. Also es geht ja um das Produkt Raum- und Flächenressourcen. Das Produkt ist dem Amt für Hochbau und Immobilienverwaltung mit der Produktnummer, die spare ich mir jetzt, zugeordnet. Das Produkt ist Bestandteil der Budgeteinheit 65K001. In der Budgeteinheit sind verfügbare Mittel in Höhe von 10.000 Euro sowie noch gesperrte Mittel in Höhe von 8.888 Euro vorhanden. Wie wir das hingekriegt haben, weiß ich nicht. Aber das war offenbar eine Punktlandung. Somit steht aus unserer Sicht, so Stadtkämmerei, eine Deckung von 1 Million Euro aus diesem Produkt nicht zur Verfügung. So viel erstmal zu diesem Vorschlag. Eine ganz kurze Schlussbemerkung gönnen Sie mir vielleicht. Ich habe hohen Respekt vor dem Bericht des Sportausschusses, weil sich die dort Verantwortlichen auch der Tatsache gestellt haben, dass man 1 Million nur einmal ausgeben kann, wenn man sie nur einmal hat. Dieser Tatsache haben sich gestellt und eine politische Entscheidung getroffen. Dafür hohen Respekt. Ich erlaube mir gleichwohl, für unsere Vorlage zu werben. Das ist förderpolitisch richtig, förderpolitisch sinnvoll. Und ich erinnere auch, dass wir da vollenden die Förderung, die wir ausgebracht haben für das Trainingszentrum Dynamo Dresden. Ohne die würde es nicht stehen. Und dabei auch in bewährtem Parallelität zur Förderung des Freistaates vorgehen. Dieses Plädoyer für unsere Vorlage sei mir noch gestattet. Gut, wir gehen dann, wie beantragt, 5 Minuten in die Auszeit. Weil Geschäftsordnung sehe ich im Moment, ich würde jetzt keine Abstimmung bringen, wenn wir erst die Auszeit machen wollen. Und die Auszeit hatte den Zweck, das zu machen. Also ich würde noch mal ganz kurz was vor der Auszeit sagen wollen. Ich habe einfach die Frage, ob jetzt, das ist eine freundliche Einladung, Jens, aber ich muss ehrlich sagen, mit dem, was Dr. Lames gerade mit den in Summe, glaube ich, 18.000 Euro gesagt hat, also die Frage ist jetzt, über was wir noch reden wollen, weil die Deckungsquelle ist nie da
Und deswegen stelle ich einfach mal die Frage nach dem Sinn der nächsten 5 Minuten. Also ich habe jetzt ehrlich gesagt kein Gesprächsbedarf. Dafür dient die Auszeit. Wenn Herr Genschmann die Auszeit beantragt, dann machen wir sie kurz. Und wenn sie keine 5 Minuten dauert, weil keiner so lange mit ihm reden möchte, dann geht es schneller. Ganz kurz will ich gleich aufgreifen. Wie gesagt, wir haben jetzt die Aussage, wir haben es in der Fraktion recherchiert, wir hatten andere Werte. Gleichzeitig haben alle Redner hier signalisiert, bis Herr Schulte-Wissermann auch eine klare Meinung, dass er da eine andere Meinung zu der ganzen Problematik hat. Alle Redner haben gesagt, wir wollen Dynamo unterstützen. Herr Schulze hat in seiner Rede gesagt, wir haben Zeit, wir können immer noch gucken. Wir sind gerade in der Haushaltsdiskussion und wenn alle sich an ihr Wort halten, können wir diese Diskussion, gerade die sich intensiv mit dem Haushalt beschäftigen, diese Vorlage noch mal vertagen, in den Ausschuss noch mal zurückschieben oder dann hier sozusagen ein anderes Zeichen setzen, dass man wohlfeile Worte gefunden hat, aber eigentlich nur ablehnen wollte. Gut, es ist eine kurze Auszeit. Die ersten 2 Minuten sind da quasi gerade abgelaufen. Und es ist in der Tat, nach der Auszeit stimmen wir entweder in der Sache ab oder es wird eben ein Geschäftsordnerantrag zur Rückverweisung der Vertagung gestellt. Mir wurde vom Auszeitbeantragenden signalisiert, dass der Gesprächsbedarf beendet ist. Ich schlage vor, wir setzen fort und es gibt einen Geschäftsordnetenantrag von Herrn Genschmar. Wir würden gerne die Originalvorlage noch mal vertagen und das als Geschäftsordnungsantrag sozusagen hier stellen. Gibt es dazu eine Gegenrede? Frau Wagner, eine Gegenrede zu dem Geschäftsordnungsantrag. Also, ich hatte das vorhin schon angedeutet in meiner Rede. Wir haben Kenntnis von dem Thema, ich sage es mal so, seit dem Frühjahr. Ich meine, es war in der ersten Lesung im Ausschuss im Mai. Ich habe es nie genau im Kopf, aber ich meine, es war so, vielleicht war es auch der Juni. So, dann haben wir über die ganze Sommerpause das Thema gekannt. So, dann stand es auf der Tagesordnung. Und der OB hat gesagt, Dynamo soll noch mal die Gelegenheit haben, sozusagen, auch wenn das in den letzten Monaten als Fußnote nicht passiert ist, jetzt noch mal seine Argumente vorzubringen. Wir haben jetzt auch unter Wahrnehmung dieser Termine, die wir gerne wahrgenommen haben und die auch wirklich sinnvoll waren, uns noch mal unsere Meinungsbildung und unseren Beschluss hinterfragt. Und ich sehe jetzt keinen Grund, das nicht heute nach der Debatte, die aus meiner Sicht alle Perspektiven
hinreichend beleuchtet hat, dass wir diese Debatte nicht auch mit dem Beschluss beenden können. Also Gegenrede zu einer Vertagung. Danke. Vielen Dank. Dann bringen wir diesen Geschäftsordnungsantrag auf Vertagung zur Abstimmung. Wer für die Vertagung ist, den bitte ich um das Handzeichen. Gegenstimmen? Enthaltung? Dieser Geschäftsordnungsantrag ist mit 21 Ja-Stimmen und 49 Nein-Stimmen abgelehnt. Wir kommen dann in die Sachabstimmung. Wir haben zunächst als weitergehenden Antrag den Ersetzungsantrag der Fraktion Freie Wähler. Wenn Sie diesem Ersetzungsantrag zustimmen wollen, bitte ich Sie um das Handzeichen. Gegenstimmen? Enthaltung? Dieser Ersetzungsantrag ist bei 16 Ja-Stimmen, 49 Nein-Stimmen und 5 Enthaltungen abgelehnt. Wir kommen dann zum Ergänzungsantrag der CDU-Fraktion. Ich bitte um Ihr Handzeichen, wenn Sie diesem zustimmen. Gegenstimmen? Enthaltung? Das ist bei 47 Ja-Stimmen, 9 Nein-Stimmen und 13 Enthaltungen so bestätigt. Und wir kommen nun zur Schlussabstimmung über den so geänderten bzw. ergänzenden Bericht des federführenden Ausschusses. Wenn Sie dem zustimmen, bitte ich Sie um das Handzeichen. Gegenstimmen? Enthaltung? Dies ist bei 49 Ja-Stimmen und 21 Nein-Stimmen ohne Enthaltung so bestätigt. Damit haben wir auch den Tagesordnungspunkt 16 absolviert. Die Tagesordnung ist damit abgearbeitet. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Heimweg. Bleiben Sie gesund. Die Sitzung ist geschlossen.